Servus, ich bin der Michel von Astro-Tüchtig und in diesem Video geht es um KTMs 98 Duke R. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Servus-Sportfreunde, ich grüße euch nochmal zu diesem neuen Astro-Tüchtig.de Video, in dem es, wie bereits erwähnt, um KTMs 98 Duke R gehen soll. Wie ihr vermutlich alle wisst, gibt es eine kleine Schwester seit 2017 am Markt, die KTM Duke 97 Duke, heißt das ja immer. Und als das Modell angekündigt wurde im Jahr 2016, Ende 2016, ließ die Kommunikation erwarten, dass es sich hier um ein absolutes Spaß- und Landstraßenfahrgerät handeln wird. Das lief alles unter dem Oberbegriff das Skalpell. Und wie ihr alle wisst, es ist ein Präzisionsmesser, ein Gerät, wie es von den Ärzten eingesetzt wird, um halt wirklich sehr, sehr akkurate Operationen vorzunehmen. Und die Kommunikation ließ natürlich erwarten, dass das Ding einfach eine absolute Granate sein wird. Damals war die Kommunikation auch so auf Rennstrecke und Racing und Wheelie und ja, Action des Todes, sage ich jetzt mal, ausgelegt. Und als ich aber letztes Jahr, 2020, das erste Mal die Duke 90 gefahren bin, war ich, ja, gelinde gesagt, so ein bisschen überrascht, dass diese Erwartungen, wie sie im großen Rahmen kommuniziert wurden, nicht erfüllt wurden. Jetzt gibt es natürlich bei KTM immer eine geschliffenere Variante, die R-Version der verschiedenen Motorräder. So jetzt auch in diesem Fall Duke 98 R, nein, schon wieder falsch gesagt, 98 Duke R. Und dieses Modell hat, wie der Name vermuten lässt, mehr Hubraum. Aber das ist tatsächlich nicht das Einzige, was an diesem Motorrad geändert wurde, um sie ja eben zu diesem Superskalpell, wie es jetzt genannt wird, zu machen. Optisch hat sich tatsächlich jetzt nicht so mega viel verändert. Wir haben ein neues Design. Die Farbgebung ist ein bisschen eine andere. Aber ansonsten, ja, wir haben eine Sozius-Abdeckung bzw. keinen Sozius-Sitz mehr. Die Fußrasten sind ab. Alles andere ist aber mehr oder minder optisch beim Alten geblieben. Die wirklich interessanten Änderungen finden im Inneren statt. Und zwar im Motor hauptsächlich und auch Fahrwerk und Elektronik wurden angepasst. Und was da genau passiert ist, erzähle ich euch wie immer direkt am Motor. So, damit sind wir dran. Am besten stückt der KTM 98 Duke R. Und wie bereits erwähnt, R steht bei KTM natürlich für mehr Performance. Und ja, ihr werdet es schon ahnen, mehr Hubraum bedeutet natürlich auch mehr Leistung. Wir haben jetzt hier 121 PS und damit 16 mehr als bei der 97. Die hat nämlich nur 105. Ja, und auch drehmomentseitig hat sich einiges getan. Wir haben jetzt 99 Newtonmeter im Gegensatz zu 87 bei der, ich sag mal, kleinen Schwester. Wie hat KTM das gemacht? Na klar, Hubraum plus. Wir haben etwas mehr Bohrung, wir haben etwas mehr Hub. Aber auch die Ventile, Einlass- und Ausgleichseitig, wurden vergrößert. Und wir haben jetzt eine schärfere Nockenwelle. Die trägt zu dieser ganzen Geschichte auch noch mit bei. Und eine erhöhte Verdichtung. Die ist jetzt bei spektakulären 13,5 zu 1. Also für die Zahlenfetischisten unter euch, das noch als Zahl und Info mitgenannt. Wir haben aber auch, und das ist beachtlich, Kolben größer, sind aber leichter geworden als bei der 97. Dafür hat die Kurbelwelle etwas an Masse zugelegt. 20% zusätzliche rotierende Masse gibt KTM an, um die ganze Geschichte etwas, ja, ruhiger laufen zu lassen. Und ja, die Gasannahme vor allen Dingen beim Konstantfahren etwas sämiger und geschmeidiger zu gestalten. Und damit die ganze Geschichte auch ruhig läuft, verfügt der Motor über eine neue Ausgleichswelle.
unter dem Strich, ja, kann ich schon mal sagen, fühlt sich gut an. Ich bin ja schon ein paar Meter damit gefahren. Aber wir haben natürlich nicht nur an den Innereien Neuerungen, sondern auch die Peripherie hat sich verändert. Da bleiben wir mal ganz nah dran am Motor, und zwar an der Kupplung. Die ist jetzt etwas leichtgängiger, die Schaltwege sind etwas kürzer geraten und wir haben einen Quickshifter an Bord, und zwar einen Blipper, also hoch und runter schalten, jetzt hier ohne Kupplungsbetätigung nötig. Also auch so ein Performance-Ding Richtung R-Variante. Und das setzt sich aber auch im Fahrwerk natürlich fort. Hier haben wir WP-Apex-Elemente voll einstellbar, gehe ich aber unterwegs noch drauf ein. Und was auch richtig, richtig Dampf hat, und zwar in die Gegenrichtung zur Verzögerung der Leistung, das ist die Bremsanlage. Wir haben jetzt nämlich die neueste Generation Brembo-Sättel hier am Start, die Stilema, und die verbeißen sich in 320er Scheiben. Also wirklich beachtliches Material vorne an der Front am Start. Ja, so viel zum Thema Motor. Da haben sich noch ein paar weitere Dinge geändert, aber da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen und euch mit den Details nerven. Euch interessiert wahrscheinlich, wie dieses Ding sich fährt, und das erzähle ich euch jetzt wie immer unterwegs. Ja, servus Sportsfreunde, ich grüße euch nochmal zum zweiten Teil des Videos über die KTM 890 Duke R. Und wie ich gerade schon angedeutet habe, hat mir die 97er letztes Jahr auf der Probefahrt nicht so viel Freude bereitet wie erwartet. Und das lag tatsächlich an zwei Punkten. Das erste, und das ist tatsächlich der wichtigere von beiden, war die Sitzposition und die Ergonomie. Ich bin ja viel mit sportlichen Nakedbikes unterwegs, und so eine Geschichte hätte ich eigentlich auch von der 97 erwartet. Nun war es aber so, dass die Sitzposition nicht so hoch war wie gewünscht oder wie ich es mir eigentlich vorgestellt hätte. Und was aber noch viel drastischer war, der Lenker war relativ hoch und sehr dem Fahrer zugewandt. Man saß relativ nah auf dem Lenker. Und dadurch, durch die Höhe und durch die Nähe zur Sitzposition, hat das fast so ein bisschen wie so eine, Supermoto, Enduro, Motocross-Sitzposition gehabt. So zumindest stelle ich mir das eigentlich vor. Was aber dazu führt, dass man eine relativ entkoppelte Situation und Sitzposition zum Vorderrad vorfindet. Und das ist natürlich für sportliche Landstraßefahren oder überhaupt für ein sportliches Motorrad eher so abträglich, weil ich will ja die Verbindung zur Front, ich will ja spüren, was da vorne am Vorderrad passiert. Und jetzt habe ich hier auf der 890 Platz genommen, und ich muss sagen, schon beim ersten Sitzkontakt war ich positiv überrascht, um nicht zu sagen begeistert, denn jetzt erfüllt dieses Moped all das, was ich mir wünsche. Wenn man hier so schaut, man sieht es, der Lenker ist relativ flach, und das gibt Ducati auch an. Die Lenker sind weiter nach vorne gewandert und der Lenker ist jetzt auch etwas niedriger. Und jetzt hat man eben diese etwas vorderradorientiertere Sitzposition, wie ich es mir beim letzten Mal schon gewünscht habe. Also das gefällt mir tatsächlich sehr gut. Natürlich der Lenker, ihr seht es, relativ breit, die ganze Geschichte. Und dadurch hat man natürlich einen super Hebel, den man aber tatsächlich ja gar nicht braucht, weil das Moped sehr, sehr leichtgängig fährt und man das prima über die Beine und die Rast machen kann. Aber da kommen wir gleich noch dazu. Genau, auf jeden Fall Lenker jetzt super, und auch die Sitzposition ist etwas nach oben gerutscht. Wir sitzen jetzt auf 840 mm und damit, ich glaube, 15 mm höher als bei der normalen 97er. Und das sportliche die sportliche Positionierung von Hintern, Armen und Beinen wird durch die Fußrasten abgerundet, die jetzt nämlich auch etwas nach oben und ein Stück nach hinten gerutscht sind und so ein bisschen eine fahrdynamische Gesamtergonomie bieten. Ja, und was ich nicht vergessen darf, das Sitzpolster, auf dem wir sitzen, ist jetzt deutlich straffer, fühlt sich eigentlich für vielleicht komfortverwöhnte Zeitgenossen
ein bisschen zu straff an, aber ich finde es tatsächlich super, weil man eben darüber extrem gut spürt, was so das Moped macht, was da hinten passiert. Und ja, einfach ein gutes Gefühl für das Heck einfach über, ich sag mal, das Popometer aufbauen kann. Also richtig, richtig cool, gefällt mir sehr gut. Und es ist auch nicht so straff, dass man jetzt auf längeren Touren irgendwie Schmerzen im Hintern bekommt. Also für mich ist es tatsächlich sehr okay und sehr willkommen, weil einfach das Fahrgefühl für mich eigentlich das Wichtigere bei der Gesamtkonzeption und des Gesamtkonzeptes Ergonomie ausmacht. Genau, so viel zur Ergonomie. Ihr habt es, glaube ich, gehört. Ich bin da wirklich sehr, sehr begeistert davon. So muss ich das tatsächlich für mich anfühlen. Und das ist tatsächlich auch beim Thema Fahrwerk so. Das ist jetzt hier, wie bereits erwähnt, eben die WP, also die hauseigene Fahrwerksmarke, die hier ausstattet in der Apex-Variante. Voll einstellbare Gabel, voll einstellbares Federbein. Und wie bei vielen modernen Gabeln ist hier Zug- und Druckstufe in den Holmen getrennt. Und was aber total außergewöhnlich ist, beim Federbein ist es so, dass sich nicht nur die ganze Geschichte komplett einstellen lässt, also sowohl Zug, Druckstufe als auch Federvorspannung, sondern die Federvorspannung hydraulisch einstellbar ist, also relativ leicht zu dosieren und justieren. Und jetzt kommt, hier ist sogar die Druckstufe in High- und Low-Speed einstellbar, was man so eigentlich bei vielen Sportlern nicht findet, auch wenn sie voll einstellbare Federelemente haben. Also hier nochmal ein Stück mehr Richtung Racing, ein Stück mehr Richtung Performance. Und das macht tatsächlich auch die Elektronik mit. Wir haben vier verschiedene Riding Modes: Rain, Street, Sport und Track. Und über die lassen sich die verschiedenen Assistenzsysteme, sage ich jetzt mal, schon über die Modi variieren. Also wir haben ein kurventaugliches ABS an Bord, wir haben eine kurventaugliche Traktionskontrolle an Bord, wir haben eine Wheelie Control. Hier in dieser Variante, das ist optional, auch so ein Motor-Drehzahl-Management, was so ein bisschen die Anti-Hopping-Kupplung unterstützt. Und das lässt sich eben alles über die Riding Modes schon mit einstellen. Hier gibt es aber tatsächlich die Möglichkeit, und jetzt kommen wir nochmal auf diese Kurventauglichkeit der Assistenzsysteme zurück, im Track-Modus damit noch so ein bisschen rumzuspielen. Denn das Motorrad lässt eben beim Thema Wheelie entweder keine Wheelies zu, das ist im Modus Street und Rain so natürlich, dann lässt es so ein ganz, ganz leicht luftendes Vorderrad zu im Sportmodus. Da merkt man dann so, wie der Lenker leicht wird und man eben quasi beim beschleunigen Spiel dann in der Lenkung bekommt, weil das Vorderrad ganz leicht über dem Boden tänzelt. Und im Track-Modus lässt sich das aber komplett abstellen, beziehungsweise auch in verschiedenen Stufen regulieren. Denn wir haben im Track-Modus eben 9 verschiedene Stufen, in denen die Assistenzsysteme eingestellt werden können. Und das betrifft auch nicht nur die Wheelie Control, sondern auch die Traktionskontrolle, die nämlich hier in verschiedenem Maße Hinterraddrifts zulässt. Und das ist dadurch möglich, dass eben jetzt zusätzliche Sensoren mit an Bord sind, die eben auch nicht nur die Bewegung des Motorrads, also in Nick- und Gear-Richtung und Dreh- und Schräglage mit misst, sondern eben auch das Ausbrechen des Hecks so ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern mit misst und dadurch eben kontrollierte Drifts in verschiedenen Stufen zulässt. Also hier wirklich auch Track-Modus vom Feinsten. Das geht natürlich alles in Richtung Rennstrecke, aber taugt mir tatsächlich sehr. Und an der Stelle muss man natürlich noch eine nette Kleinigkeit mit dazu sagen. Und das, ja, dokumentiert auch wieder so ein bisschen die Detailverliebtheit und die Rennstreckenorientierung der R-Variante der 890 oder der 890R. Denn wir haben unter anderem mit dabei, finde ich sehr charmant, Informationen zu den perfekten Fahrwerkseinstellungen. Die sind auf dem Aufkleber unter dem Sitz. Da gibt es eben auch die Möglichkeit, Komfort-Setting abzulesen, ein sportliches Setting abzulesen und oder ein Standard-Setting und dann ein sportliches, was eben eher für die Rennstrecke geeignet ist oder für den sehr sportlichen Einsatz. Finde ich sehr, sehr cool, denn ich glaube, ihr kennt das alle, wenn ihr versucht, am Fahrwerk irgendwie rumzustellen, da fehlt halt oft die Kenntnis dafür. Und grundsätzlich oftmals auch einfach so eine Basiseinstellung, ein Basissetting,
dass man irgendwie immer wieder so als Basis nutzen kann. Und das ist eben hier mit an Bord. Finde ich sehr, sehr cool. Gleiche Geschichte betrifft tatsächlich das Thema Fahrwerk. Und zwar, wenn man erkennen möchte, ob die Einstellung, die man dann gewählt hat, tatsächlich adäquat ist oder vielleicht doch irgendwie zu weich. Diejenigen von euch, die auf der Rennstrecke fahren, ihr kennt das wahrscheinlich. Es gibt eben so die Maßnahme, irgendwie ein Gummiband oder ein Kabelbinder am Gabelfuß zu montieren, um eben zu sehen, okay, wie weit taucht die Gabel denn ein, wie weit wird da eingefedert. Und das ist hier schon standardmäßig mit dabei, ist ein rotes Gummi drum, finde ich sehr charmant. Und noch ein großes Highlight für mich in Sachen Rennstreckenoptimierung oder Optimierung im Allgemeinen, das ist die Möglichkeit, das Schaltschema umzudrehen. Und zwar haben wir hier einen Quickshifter mit an Bord, Quickshifter Plus, also ein Blipper für Hoch- und Runterschalten ohne Kupplungseinsatz. Und ich habe im ersten Moment mich gewundert, hey, das Gestänge, da ist ja gar kein Sensor dran, aber der ist tatsächlich am Eingang ins Getriebe mit verbaut, also der ist tatsächlich auch mit dabei und lässt sich eben auch einfach umstecken und dann hat man eben anstatt dem konventionellen Schaltschammer erster Gang unten, alle anderen nach oben, die Sache umgedreht und kann den Blipper trotzdem benutzen. Sehr, sehr geile Geschichte. Das ist bei den meisten Motorrädern gar nicht so einfach zu bewerkstelligen. Also auch hier hat KTM wirklich an diejenigen gedacht, die so ein bisschen auf das Thema Performance aus sind. Ja, jetzt habe ich hier die ganze Zeit geschwärmt und getan und gemacht, bin auf die Ergonomie eingegangen. Was mir tatsächlich noch einfällt, ist natürlich, dass ich vorhin angedeutet habe, es gab zwei Punkte, die dazu geführt haben, dass mir die 97 im Erstkontakt da nicht so gut gefallen hat. Und da gehört eben auch dazu das Thema Design. Denn ich muss sagen, ich finde diesen Tank von KTM, von der 98 hier oder von der 97, so hässlich mit diesem Pickel obendrauf. Das taugt mir halt einfach überhaupt gar nicht. Ich muss aber dazu sagen, dass hier mit der neuen Lackierung und dem geänderten Design, also dem Farbschema, so viel Design, mir die Sache doch deutlich besser gefällt, weil einfach durch diese weiße Tankverkleidung dieser Dunkelberg, sage ich mal, sich nicht so wirklich absetzt, gefällt mir da jetzt natürlich deutlich besser. Und man muss halt auch dazu sagen, mit der Sozius-Abdeckung ohne die Rasten und auch mit diesem orangen Rahmen wirkt das Moped jetzt viel, viel sportlicher, stimmiger und taugt mir jetzt tatsächlich auch. Und was eben noch dazu kommt, kann man vielleicht doch ein bisschen cooler machen. Das ist das Thema Spiegel. Die sind zwar etwas anders, etwas sportlicher gestaltet, nicht ganz so hoch bei der 98 im Vergleich zur 97. Aber hier würde tatsächlich dem Moped ein Lenkerendenspiegel noch deutlich besser stehen. Aber wer da wirklich Bock drauf hat, den gibt es bei KTM im Zubehör. Ja, so viel zum Thema Design. Ergonomie, mein wichtigster Punkt, habe ich natürlich angesprochen. Und jetzt muss ich aber tatsächlich noch was zum Thema Bremsperformance und Motorcharakteristik sagen, denn das Ding marschiert ja deutlich straffer und deutlich heftiger als das bei der 97 der Fall ist und da haben wir eben, wie gesagt, das entsprechende Material an Bord. Wir haben die Bremsanlage, die tatsächlich über jeden Zweifel erhaben ist. Das Ding ist einfach das Beste, was es aktuell auf dem Markt zu kaufen gibt. Und hält die KTM halt dadurch einfach hervorragend im Zaum, logischerweise. Also 320er Scheiben, die Stilema Bremssättel, das ist einfach der absolute Hammer. Und für so ein leichtes Moped, die 98 ist tatsächlich 3,3 Kilo leichter als die 97, einfach, wirklich, mehr braucht es nicht. Hier bringt man das Material einfach nicht ans Limit. Und ja, wie gesagt, Motorleistung einfach mehr als genug vorhanden. Und hier bin ich tatsächlich so ein bisschen froh, dass wir hier einfach die guten Assistenzsysteme mit an Bord haben. Denn gerade die Wheelie Control, die ist tatsächlich
eine super feine Sache, denn mit dem Drehmoment und dem geringen Gewicht und der Sitzposition, die ja doch etwas aggressiver ausgelegt ist, neigt das Moped tatsächlich doch deutlich leichter aufs Hinterrad zu gehen und ja, gerade für etwas nervöse Zeitgenossen, die ja, eher stumpf das Gas aufreißen, ist das vielleicht gar keine verkehrte Sache, wenn hier die Elektronik ein bisschen maßregelnd mit eingreift. Und ich muss aber noch dazu sagen, dass hier ja über die verschiedenen Riding Modes auch die Sensibilität des Gasgriffs eingestellt werden kann. Und das ist bei vielen Motorrädern ja so ein bisschen, ja, Ansprechverhalten, merkt man kaum einen großen Unterschied. Und das ist hier aber wirklich sehr, sehr ausgeprägt. Sport- und Track-Modus, da geht das Ding deutlich direkter ans Gas, gefällt mir sehr, sehr gut, ohne dabei ruppig zu wirken. Das ist ja auch manchmal so ein bisschen ein Problem. War lange bei Yamaha so, dass wenn du da die sportliche Gasgriff oder die sportliche Ansprechverhalten eingestellt hast, dass es dann einfach zu aggressiv ans Gas gegangen ist. Also hier, super feine Geschichte. Ja, Design gefällt mir jetzt auch gut. Was muss ich noch dazu erwähnen? Oh, ja, Performance, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ihr seht es, ich bin jetzt ja hier im herbstlichen oder herbstlichen Bedingungen unterwegs. Temperatur jetzt gerade 18 Grad, was okay ist, sage ich jetzt mal. Also eigentlich perfekte Motorradtemperaturen. Was hier nicht so richtig cool mit reinläuft, das ist tatsächlich die Bereifung. Die ist mit dem Michelin Power Cup 2 natürlich auch wieder so ein bisschen diesen Performance-Gedanken geschuldet und soll natürlich hier die supersportlichen oder hypersportlichen Ambitionen unterstreichen. Das Problem ist aber, dass man die bei, ich sag mal, Temperaturen und Bedingungen wie jetzt und bei, ich sag mal, einigermaßen STVO-konformer Fahrweise einfach nicht auf ordentliche Temperatur bekommt. Das ist echt ein derber Minuspunkt für mich, weil das Motorrad trotz der sportlichen Ausrichtung einfach sonst in allen Bedingungen Spaß macht und eigentlich auch für mich ein Alltagsmoped sein kann, das für jede Situation einfach zu gebrauchen ist. Ne? Aber wenn ich halt bei 10 bis 15 Grad das schöne Wetter nicht mehr nutzen kann, ich sag mal mit der Originalbereifung, dann ist das auf jeden Fall für mich so ein kleiner Negativpunkt. Auf der Rennstrecke mit Sicherheit eine coole Geschichte, so für den Alltagsgebrauch, wie gesagt, gerade in Übergangszeit. Eher so ein kleiner Kritikpunkt. Ja, aber das ist tatsächlich so das Einzige, worüber ich mich so wirklich beschweren kann und will. Und damit haben wir eigentlich schon fast alles abgerissen und es wird Zeit für ein Fazit. Und ja, ich würde sagen, das machen wir genau jetzt. So, Fazit, KTM 98 Duke R. Und ich glaube, ich kann die ganze Geschichte unter der Überschrift "Das Beste kommt zum Schluss" zusammenfassen. Wie ihr alle wisst, bin ich dieses Jahr einige Naked Bikes gefahren, darunter auch ein Super Naked wie die Ducati Street Fighter V4S. Und ich muss aber auch sagen, dass mir keines der Konzepte so gut gefallen hat, wie hier das Paket KTM 98 Duke in der R-Variante. Und ich will euch auch klein erklären, warum das so ist. Zum einen haben wir den Motor, der mit 121 PS genau das liefert, was man auf der Landstraße braucht. Wir haben ordentlich Drehmoment, wir haben ja ein drehzahlgieriges Aggregat und das Ganze auch noch mit einer feinen Gasannahme dosiert und kombiniert. Also so stelle ich mir das vor. Wir haben einen Quickshifter an Bord, dass ich easy und locker durch die Gänge steppen kann. Wir haben eine super sportliche Sitzposition, denn es ist ja immer noch ein Naked Bike, die wirklich viel Gefühl fürs Motorrad vermittelt. Wir haben ein straffes und sportliches Fahrwerk, das vielleicht dem einen oder anderen zu straff ist, mir aber sehr, sehr gut taugt. Und wir haben eine Elektronik, die ja zum einen helfend eingreift, aber auch genug Freiraum lässt, um wirklich Spaß zu haben und tatsächlich auch in Rennstreckenmanier einsetzbar ist. Das bringt mich zum Punkt Ready to Race. Ich habe es ja schon angedeutet, viele kleine Details von KTM, die hier verbaut sind, machen die Sache wirklich extrem sportlich und rennstreckentauglich. Ich verweise nur nochmal auf das voll einstellbare Fahrwerk und eben diese Federwegsmarkierung oder auch, was ich sehr, sehr nett fände, die Möglichkeit, das Schaltschema sofort umzudrehen oder auch einfach die Fahrwerkseinstellung unter dem Sitz mal eben schnell nachgucken zu können. Also für mich eine super tolle Geschichte. Wie gesagt, immer unter dem Aspekt sportlich betrachtet. Falls ihr etwas ja alltagstauglicheres sucht, kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen, schaut mal bei KTM vorbei, fahrt das gute Stück Probe, vielleicht auch im direkten Vergleich mit der 97, denn hier habt ihr eben noch die Möglichkeit, meine Sozia mitzunehmen
oder vielleicht auch ein bisschen entspannter, ein bisschen bequemer, ein bisschen komfortabler die ganze Geschichte zu haben. Unterm Strich, mein Favorit 2020, die KTM 890R. Und falls ihr noch Fragen zu meinen Eindrücken, zur Technik oder was auch immer habt, lasst es mich gern hier in den Kommentaren wissen. Ich bemühe mich dann schnellstmöglich, euch darauf zu antworten. Falls ich es nicht weiß, hole ich auf jeden Fall Rat bei KTM. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like, ein Abo für den Kanal. Und falls ihr irgendjemanden kennt, der sich für das Thema oder vielleicht auch explizit für dieses Modell interessiert, gern das Video teilen, da freue ich mich ganz besonders drüber. Ja, und jetzt kommen wir eigentlich auch zum Ende der ganzen Geschichte. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, grüße euch wie immer sportlich und sage ciao, bis zum nächsten Mal, euer Michel.